Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ellermanns Welt. Heute geht es um den legendären Oliver Bent. Oliver Bent von der Gumbe Dance Band. Viele, viele Jahre bin ich mit ihnen auf Tour. Ach, man kann sagen, im Grunde vor 16 Jahren lernte ich ihn kennen. Und wir hatten viele Auftritte, auch viel in der ehemaligen DDR, aber auch in Deutschland. Da öffneten wir zum Beispiel im Mediamarkt und eine große Schar von Menschen war bei Oliver dabei. The Island of Dreams, where people are born with a joyful start. The Island of Dreams, where children look proud and full of heart. There's something about you I was always looking for. One thing I just know, day by day I love you more. The Island of Dreams, where birds are singing so sweet in trees. The Island of Dreams, I hear a brook feel the gentle breeze. You are my home, I feel so good deep inside. No, I never knew this island is my only pride. The bright blue sea, so calm, oh, I feel so free. Bei vielen Stadtfesten war er zu Gast, aber auch bei vielen Galas. Schauen Sie doch mal ein mit diesem Titel Seven Tears. Ein Titel musste immer dabei sein und das war natürlich Summer of Jamaica. Und an diesen Titel erinnern wir jetzt noch an den legendären Oliver Bent, der leider aufgehört hat. Aber Ernest Clinton macht ja weiter mit der Gumbe Dance Band und er ist in Rente gegangen, der liebe Oliver. Hier kommt Summer of Jamaica. Ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm-hearted girls. Lady, my Laika, someday I'll be
desire became so strong that I bought me a ticket to fly home. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Son of Jamaica, the dreams of Und ich hatte ihn auch zum Frühstück bei mir in Ellermanns Morning Show und da erzählte er ein bisschen aus seinem Leben. Schauen Sie doch mal dieses tolle Interview, was er bei mir zu Hause in der Küche gab. Oliver, guten Morgen erst noch einmal für unsere Fernsehzuschauer. Du bist heute Morgen ja schon fast hergejoggt, um etwas sportlich zu bleiben hier im DSF, wo unsere Morning Show läuft. Wie sieht's aus bei dir? Wie fängst du den Tag an? Wann stehst du auf? Also generell, ich bin ein Frühaufsteher. Das heißt also, so zwischen 6.30 Uhr, 7 Uhr ist so, wo der innerliche Wecker mich wachrüttelt. Und so war es auch heute Morgen. Die Fernsehzuschauer erinnern sich an deine großen Hits. Der größte Hit, glaube ich, Sum of Jamaica, ne? War es der größte? Es war der Anfang. Es gab zwei Riesenhits in meiner Karriere. 1980 kam ich aus der Karibik zurück. Ja. Ich habe ja 4,5 Jahre auf St. Lucia gelebt. St. Lucia ist zwischen Martinique und Barbados. Für diejenigen, die nicht wissen, Karibik. Da kam ich dann zurück mit dieser Idee für die Goomba Dance Band. Okay, und das der erste große Erfolg war welcher Titel? Das war Son of Jamaica. Und dann folgte welcher großer Klassiker? Das war dann 2 Jahre später, eine Klassiker sind beides, Seven Tears, die Nummer 1 in England. Ah ja, oh ja. Und da sind wir schon... 3 Wochen in Folge sogar. Also Son of Jamaica alleine wurde in Deutschland um die 1,5 Millionen damals verkauft. Wahnsinn. Die Zahlen gibt es heute gar nicht mehr. Die gibt es leider heute nicht mehr. Nicht? Und Oliver, wir kommen jetzt noch einmal zu den großen Erfolgen, die du hattest. Du warst natürlich auch überall in der Welt zu Hause, weil man deine Hits kennt. Und was war die weiteste Reise? Wo bist du aufgetreten? Also davon abgesehen, ich war nicht überall in der Welt. Die Welt ist groß. Okay. Einige Länder, einige Kontinente hat man bereist. Und bedingt auch dadurch, dass wenn man eine Nummer 1 in England hat, dann ist es automatisch die Engländer, die sich ja rumtummeln um den Globus. Und da war zum Beispiel eine der weitesten Reisen, die ich gemacht habe in meinem Leben, das war Südafrika. Da kam auch eine goldene Platin. Dann Kanada, Australien, Neuseeland. Also das waren die Reisen, die ich gemacht habe, wo auch die Nummer 1 wurde. Seven Tears. Ich bin wahnsinnig gefreut. Wir haben viel erfahren über dich. Und das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so viel rausbekomme heute Morgen von dir. Aber du bist immer redselig und wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage. Und das ist ja auch gut so. Viele tolle musikalische Highlights. Und wir zeigen Ihnen noch mal ein paar schöne Auftritte hintereinander weg. Come on, everybody! It's a party! Oliver, erzähl mal, was gibt es Neues bei dir? Du kommst gerade aus Rumänien, nicht? Ja, genau. Und was war da los? Sehr viel und es war sehr stressig, aber sehr gut. Und zwar die Leute dort, die haben ein unheimliches Temperament. So wie du. Und das ist, nein, aber es ist wirklich, es war unheimlich, unheimlich bombastisch, der Erfolg. Und die wollen uns sofort wieder haben, aber es ist unglaublich schön in Rumänien. Okay.
soulless face. Babies crying through the night. Will they ever see the light? Golden dreams of El Dorado, all held down in seas of der gute Oliver Bent, falls er die Sendung sieht, und ich glaube, er sieht sie, weil ich habe ihn informiert, er wohnt ja bei Norderstedt. Alles Gute, du bist ein Top-Typ gewesen mit deiner Gumbedance-Band und ich habe gerne in meiner Sendung an dich erinnert und immer wieder gerne in meiner Sendung habe ich dich zu Gast gehabt. Also, Ihnen alles Gute, nächste Woche wieder 19.45 Uhr und 21.45 Uhr, Ellermanns Welt.